So, moin, zurück zur nächsten Folge von der ESG. Wieder mit dabei, der liebe Justin. Moin. Gute. Und moin. Ja, sind so fleißig hier am Fahren hier. Bestimmt habt ihr schon die letzte Folge mitbekommen, was da so Thematik abgeht, ja. Ja, wir stehen hier schon zu dritt. Guck mal auf der Karte, wir stehen schon zu dritt hier rum, ey. Ich ja. Komm jetzt auch noch dazu. Mistgabel dabei. Ja, ja. Also ich fahre schon mal, ne? Ihr wisst ja Bescheid, ne? Ich stehe lieber an der Haltestelle ein bisschen rum und lasse die Fahrgäste, bevor sie da... Lass die Fahrgäste schon mal am Boden anfrieren. Ja, das nämlich dann noch ärgern, ne? Du kennst ja. 2,55 ist doch direkt hier vorne, ne? Oh, ich hab keine Ahnung. Frag mich was leicht aus. Ja, ich bin richtig. Sieht gerade so, Silbergold durch den Halloween-Abend. Halloween-Abend? Am 30. erst. Ich hab das trotzdem als Werbung drauf. Ist aber cool. Ist das kalt hier? Ja, ich weiß. Trink ein Käffchen, der wird Ihnen warm. Boah, komm, Mike. Wie viel haben wir noch? 3 Minuten. Gucken wir noch, dass wir ja noch schnell mal was finden, ey. Ah, moin, Fanta. Na, mein Lieber. Ich hab noch 2 Minuten. Fanta, ich schick dir. Die Mods haben wir ja aktualisiert, ne? Ich schick dir aber noch die neueren, ne? Also, der Download ist bald fertig. Ja, bei mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Du alter Cowboy, du. Apropos, der liebe Justin zockt auch das Red Dead Redemption. Jo. Roleplay, dazu sagen. Na, also da bist du auch mit dabei. So, wie viel haben wir denn noch? 2 Minuten? Ja, passt ja. Ich finde dieses runtergelaufene Blut da an dem hintersten Teil vom Fahrzeug so geil. Toll, dass jetzt schon die Leute, die Zuschauer so neidisch machen, ja. Auch unten dieses Blau, diese ja. Nacht und so. Ah, alles klar. Ah, okay, alles klar. Vater, ich hoffe auch, du hast ein schönes Wochenende gehabt. Entschuldigung, wenn ich da gerade so... Wir sind hier voll mitten der OMSI 2 Aufnahme für die ganze nächste Woche. Oh Mann, ey. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn der Server nächste Woche klappt, ne? Also wie gesagt, Sonntag 22 Uhr fange ich an. Und, da bin ich manchmal... Alles klar, Manu, bis später. Hi, ich bin gespannt, was du mitbringst. Hab heute Spätschicht, ja. Also wie gesagt, ich mache heute fertig. Ich schicke dir den Link dann quasi per DC. Wenn du das die Woche machst, gemütlich, schaffst, das alles hochzuladen, dann passt das. Heißt natürlich auch, dass ich meine Modliste hier dann quasi auch für ETS 2 überarbeitet. Dann könnt ihr euch die Liste quasi auch runterladen und wenn ihr dann mit auf Goldi-Transport mitfahrt, dann passt das Ganze. Ne? Konvoi werden wir zwar nicht fahren können, es sei denn, wir fahren mir hinterher, aber wie gesagt, ich habe halt nächste Woche auch da ein straffes Programm für die Spedition. Neuer Kunde. Ihr kennt das ja, ne? Wer voll die Werbung machen, ey. Ja, die Liste ist fertig, ja, aber ich muss noch, die Modliste muss ich noch aktualisieren. Also die wurde hoch, nee, jetzt, die ZIP-Datei, die ist fertig, die muss ich nur noch auf den Server hochladen,
dass du die den quasi die runterladen kannst und auf dem ETS2-Server hochladen kannst. Weil meine Liste muss ich noch aktualisieren, da gab es noch einen kleinen Fehler. Ja, das werde ich, das werde ich alles morgen früh machen, ne? Also sobald ich von meiner Freundin wieder losfahre, bin ich hier um 7:30 und um bis 10.30 Uhr habe ich erstmal dann noch ein bisschen genug zu tun. Warum leckt mein Spiegel so? Weiß ich nicht. Alter. Boah. Gigaleck gewesen. Jo, WB Tom, schön, dass du da bist. So. Aber weißt du, was das heute ist, Justin? Oh. Die Vorstellung für den Bus, ne, den Iveco, wo wir aufgenommen haben, das kommt erstmal, habe ich für die Reihenfolge falsch hochgeladen, ne? Echt? Ja, ist egal. Die habe ich als allererstes hochgeladen. Werbung für uns. der Fanta hatte ich das gefragt. Ich spiele auf. Warte, muss ich gucken. Einen Moment. Nächste Haltestelle. Der Server heißt Final River. Genau. Bin ich jetzt einfach nur mal drauf gegangen, um mir das mal so anzugucken. So. Genau. Ja, bei mir wird's Fanta, bei mir ist halt das Problem, ich muss irgendwie gucken, wie ich den Sound anders da darstelle. Ne? Also entweder ich tue das Studio-Mikrofon mit auf meinen Gaming-PC mit einstöpseln und den Soundausgang über das aber mal gucken. Die hab ich ja nochmal hier. Guck mal, der gibt da mal einen Tipp. Red River? Ja. Ja, gut, okay. Weil da will ich ja auch drauf. Ja, ich war einfach jetzt nur auf Final River, um mir halt mal so anzugucken, wie das überhaupt so ist, so, ne? Also. Weil da musst du aufpassen, dass, also. Fanta, was hast du gesagt, was so in die Richtung geht? 18. Jahrhundert, ne? Pitti, hallo! Auch dir wünsche ich einen schönen Start in die neue Woche. Schön, dass du dabei bist. Dabei bist. Ja, habe ich jetzt schon auf deren Server gelesen, so in den Feedbacks und so Mist. Ja. Schön, dass du auf jeden Fall hier bist, mein Lieber. Was macht denn dein. Was macht denn dein Rant Redemption, mein Lieber? Wie weit bist du denn? Ich? Nee, ich bin Pitti. Achso. Mach dir auch mit. Vielleicht könnte man noch einen Pitti überreden, dass er mit noch in den Rant Redemption Roleplay mitmacht. Du, ich, Fanta, dann noch er, da wären wir zu viert auf dem Server, ey. Wenn es bei mit dem Einrichten noch klappt bei mir. So, jetzt muss ich aufpassen. Weil den Bus darfst du nicht so schnell um die Kurve legen, sonst wäre ganze. Ah, okay. Ja, die Herausforderungen, das sind wirklich knifflig. Ja, das Problem ist halt, ich kann eventuell das Spiel nicht auf der Hauptfestplatte laden, sondern muss es auf der externen installieren, aber ich glaube, das wird auch nicht funktionieren. Wenn es so wie bei Final Fantasy 14 ist, wie es am Freitag war. Ah, das hat mich echt geärgert.
Naja. Aber. Aber auf jeden Fall, ich will es auf jeden Fall mitzocken. Oh, Hessen-Zander, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Moin, moin. Auch dir erstmal einen schönen Start in den, die neue Woche. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende gehabt. Ach, auch mal den Warnblinker rein. Handbremse reinjagen. Ich muss unbedingt die Türfreigabe beim Solo rausnehmen. Bei den zwei Türen. Die Haltestellenbremse einbauen. Eine. Ah, mit Kopfschmerzen. Ei. Zu viel gefeiert. Guck mal, Justin rennt schon wieder weg. Da gibt's schon hier Knallgas, ey. Ich hab grün. Ich fahr nur 50. Ich habe das Problem, dass der dicke Mann hinten auf meiner Hinterachse sitzt und der Bus nicht aus der Brücke kommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Kopfschmerzen weggehen, mein Lieber. Du weißt schon, dass du hier 80 fahren darfst auf den Abschnitt. Ja, ich weiß, aber er kommt gerade irgendwie nicht. Er will nicht. Jetzt kommt er. Ist im Gang hängen geblieben. Du Armer. Er ist genauso hängen geblieben, wie du letztens mit deiner Lost Boy-Fahrt. Oh Gott, erinnere mich bitte daran. Erinnere mich bitte daran, ey. Das war ja heute Morgen genauso gewesen. Ich war ja noch mit dem hier aus Neulosheim mit dem Kumpel noch jemand spazieren gegangen, weil es mir gut ging, ne, bevor ich angefangen habe zu streamen. Und jetzt kann man durchgehend Kopfschmerzen und die kommen nicht verfallen. Okay. Das ist natürlich nicht so gut. Aua. Ja, ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist, mein Lieber. Ich glaube, wir haben uns schon mal drüber unterhalten, oder? Über die Kopfschmerzen. Ich bin mir jetzt auch nicht gerade so sicher, weil wie gesagt, ich habe da... Jetzt fängt ja auch wieder so Herbst-Winterzeit-Depressionen an, ne? Also zumindest war es bei meinem Kumpel und wie gesagt, ich habe Winterdepressionen habe ich zwar nicht. Aber ab und zu ein paar Tage, da kommen ja auch mal bei mir die Depressionen zurück. Und da ist halt schon... Und das wird... deswegen versuche ich ja gerade momentan so meinen Tagesablauf zu ändern, dass ich bei meiner Freundin da so übernacht und dann tagsüber quasi dann nur hier bin. Ja. So. Riecht jetzt bei dir in-game auch? Nö. Ja, ich hab voll den Regen hier. Es geht damit. Ja gut, das stimmt, fand das eigentlich schon Pity, das stimmt, also. Ich hab mir vor kurzem noch so dieses legendäre Krokodil angeguckt, ne? Also. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Abbiegerassistent, aber das ist ja gar nicht der Bus. Das ist nicht der. Dann hat vorher Tobi, dann hat vorher Tobi gefahren, da habe ich ihn einfach gemopst. Nee, was dein, den ja. LE, den du jetzt fährst? Ja, ja. Den ich gerade fahre, hat Tobi auch gefahren. Ah, ich schwöre, nehmen wir jetzt dauernd noch die Busse von ihm weg, ey. Ich schwöre, das geht mal gar nicht. Mhm. Was ich noch zu den Kopfschmerzen sagen wollte, Hi. Oh moin. Manchmal ist es auch wirklich so, wir haben jetzt... Oder vor 2 Wochen, also letzte Woche war ich ja fast die ganze Woche bei meiner Freundin. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir halt bei ihr halt einkaufen gehen. Ich mache mal tagsüber so gesundes Festbar, aber vor viel Rohkost essen.
Gut, Rohkost, wenn wir abends mal was kochen, ist halt schon ein bisschen schwieriger. Sie hat halt um 15.45 Uhr Feierabend. Das heißt, wenn wir um 15.30 Uhr aufhören, ja, wartet 20, also ich muss dann schnell alles runterfahren, weil in 15.56 Uhr fährt nämlich mein Zug wieder nach Mannheim. Ah, okay. Ja gut, ist auch ein Ding. Also ich muss mich halt da schon ein bisschen sputen. Oder ich fahre halt um 16.24 Uhr. Das ist ja auch kein Ding. So. Aber somit haben wir halt noch die Möglichkeit, abends noch ein bisschen was zu machen. Spricht ja theoretisch ja nichts dagegen. Aber so bleibe ich halt ein bisschen Bewegung. Justin, ich habe 7 Kilo abgenommen. Echt? Ja, 7 Kilo. Seit letzter Woche wird es da... Ich möchte mal was sagen. Ich habe durch meine Tabletten, die ich nehmen musste, 7 Kilo zugenommen. Ha, jetzt weiß ich, wo meine 7 Kilo hingekommen sind. Kannst du behalten, die Dinger? Nee. Nein. Aber wie gesagt, das werde ich auf jeden Fall machen. Auch morgen nochmal. Bevor ich dann stream, dass ich nochmal eine Runde spazieren gehe. Weil da kann ich mir nämlich noch ein paar Themen überlegen. Dann passt das. So, weil morgen ist ja, wie gesagt, LS und ich freue mich da auch schon drauf. Das Bergwerk. Das ist, streamst du Mittwoch? Das ist die große Frage. Also wie gesagt, das ist, nächste Haltestelle. Mehringstraße. So. Wenn ich das schaffe, dass ich am Morgen noch meine Farm retten kann, wollte ich noch die Haut Bellerot weitermachen. Und ACC noch fahren. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch mit dem Konvoi da halt da aussieht. Also ich wollte die... Jo, was geht? Ey, Busfahrer. Einmal Preisstufe A und das flott, flott. Also, möchtest du am Mittwoch auch nochmal ein paar Runden um sie 2 fahren? Deshalb habe ich gerade gefragt. Okay. Ja, das können wir ja dann am... das können wir ja dann machen. Also wie gesagt, dann fahren wir die ersten 2 Stunden oder ersten 1,5 Stunden noch was für die Rhein-Silbergold, ne? Ja. Dann hätte ich auch noch mal ein paar neue Aufnahmen, ist ja kein Problem. Würde mich sogar noch freuen. Und dann können wir ja gucken. Weil am Mittwoch möchte ich auf jeden Fall ACC fahren, weil wie gesagt, es sind ja jetzt zweite Woche andere Strecken rausgekommen. 45 Minuten ist für Misano. Silverstone, glaube ich, für 25. Ich weiß nicht, ob... und da war noch irgendwas anderes. Achso. Ich hätte mich gleich wieder verfahren, ey. Da wären wir ab durch die Wand. Ja, da kennst du dich ja ein bisschen mit aus. Mhm. Hab ich das laut gesagt? Also, für die, wo jetzt gerne das Rennen da immer mitgucken, nicht böse sein. Ich fahre halt, das 45-Minuten-Rennen ist mir halt noch zu viel. Auch in dem Rating. Ach, haben wir Verfrühung? Ne, haben wir keine. Ich hab Verspätung eine Minute. Ich hab fast 2. Und da können wir gucken. Oder geht einfach bei mir, Pitti, könntest du mal kurz Ausrufezeichen ACC eingeben? Dann dürfte mein Profil kommen und dann könnt ihr auf jeden Fall auf der Season einfach draufklicken. Da dürfte auch das, wieso macht er das nicht? Gott kaputt. Ja. Das habe ich leider. Bei mir klappt im Moment auch rein gar nichts. Moin, Lukas. Ja, ist wieder typisch, Stream Elements. Ah, ist egal. Wie gesagt, ist nicht wichtig. Das kann ich auch morgen noch machen.